bin ich aber froh, dass es dir so gut geht, meine liebe Marianne. Mein lieber Herodes, du tätst mir einen Gefallen, Dunn, wenn du Mary oder Enden für mich sagen tätst. Warum, meine liebe Schwester? Oh, das mit dem Herodes und der Marianne, das war doch nur eine Futzidee von unserem Vater. Ja, sicherlich, weil er das Stück so oft gespielt hat. Ja, am Landestheater Üskirchen, da ist das Stück damals über 6 Jahre hintereinander gespielt worden. Heute werden die Provinzschauspieler sogar Vorsitzende von der Gewerkschaft. Ja, und in Amerika, da wird der Provinzschauspieler, also ja, Staatspräsident. Ja, jeder sucht sich eben seine neue Heimat. Ach, was täte der sich freuen, wenn der singen könnt, dass es seine Kinder zu was gebrat haben im Leben nicht. Da geht das Telefon. Da ist man eben gerade dran, Gordon. Ja, bitte, meine Schwester. Ich schütte inzwischen noch mal nach. Ja, Möller. Ja, Reisebüro Inter, ja. Ja, haben Sie die Buchungen für meine Weltreise endlich fertig? Endlich. Ja, wann geht denn die erste Maschine? Wie Freitag erst, heute ist doch Montag. Geht das denn nicht flöcker, mein Gott? Aber das bestimmt, ja. Am Montag muss ich nämlich hier fort. Ja, ich halte es hier nicht mehr aus. Mich juckt es. Ja, es ist früh, Jordi. Was? Welche Route? Auch welche Route Sie nehmen, ist mir doch driss egal. Nur fort. Bald fort. Bangkok, Japan. Ja, da gehen wir eben die Ecke rum nach Amerika. Ja. Das meint doch nichts. Nein, nein, nein. Aber vergessen Sie Hawaii und die Fidschi-Inseln nicht, nicht? Und wo wir sonst noch da vorbeikommen? Am pazifistischen Ozean. Was? Ja, die Reise kann ruhig ein Jahr duren. Das meint nichts. Nein, nein, nein. Ja, aber machen Sie mir vor allen Dingen die Buchungen, okay? Gelle? Du reißt schon so bald ab? Ja, hier fällt mir die Bude auf den Deck. Schade, schade. Ich wäre so gerne für eine Weile bei dir geblieben. Jetzt, wo wir uns nach so langer Zeit endlich wiedergefunden haben. Ja, hast du denn so viel Zinke? Glücklicherweise. Ich habe meine Großkanzlei wegen Familienangelegenheiten für ein Jahr geschlossen. Ja, dann jücke es doch einfach mit. Ich lade dich ein. Oh, das kommt mir zwar etwas überraschend, aber die Idee ist gar nicht übel. Ja, dass ich mit meinem Bruder noch einmal auf eine Weltreise gehe, weißt du, das hätte ich mir auch nicht träumen lassen, glaubst du. Ich freue mich auch. Unsere Eltern hätten sich nicht scheiden lassen sollen. Nee. Denn als Kinder haben wir uns doch so gut verstanden. Ja, ich werde nie vergessen, wie ich dich von morgens bis abends im Kinderwagen geschirrt habe. Ja, ja. Ja, hallo, ist da noch mehr Interreisen? Ja. Ja, hier ist noch einmal die Frau Böller. Also mein Bruder hat sich kurz entschlossen, mit mir zu reisen. Ja, wir jücken zusammen. Ist das nicht wundervoll? Ja. Also, machen Sie das Ganze gedrissen für mein. Was der Name? Ja, der Name ist Dr. Herodes Möller. Ja. Was? Ja, selbstverständlich alles erster Klasse. Was denken Sie sich denn?
Wir sind doch keine Brünnen. Darauf müssen wir direkt anstoßen. Oh, ich freue mich, ich freue mich. Denn in der letzten Zeit war ich immer so allein. Ja, mit dem Reichtum kommt die Einsamkeit. Ja. Ja, aber deshalb noch, was? Oh Gott, das ist ja die Hustüre. Ich geh mal gerade eben auf, Mama. Ja, bitte, meine Schwester. Frau Müller, das stimmt. Die Frau Möbel aus Achtung angesagt. Entweder sie bezahlen die Möbel, und zwar im Bar, ne? Ja. Oder die Möbel, John, mit. Moment, meine Herren. So geht das nicht. Gestatten, mein Name ist Müller, Dr. Herodes Müller. Ich bin Rechtsanwalt. Und wenn Sie hier etwas zu konfizieren haben, dann brauchen Sie dazu einen gerichtlichen Beschluss. Hammer. Hammer? Pfändungsbeschluss. Ach du arme Scheiße, ist ja wirklich ein Hammer. Ja, und wenn der Gerichtsvollzieher auch schon hier war, dann muss ja hier irgendwo ein Kuckuck kleben, ne? Einer? Wir kleben überall der Kuckuck. Ganze Schwärme, ach was sag ich, ganze Kolonie von der Vögelchen haben sich doch hier eingenistet. Bitte schön. Hier. Und selbstverständlich auch. Hier. Ja, und natürlich auch. Hier. Wie viel wollen Sie dann noch? Bitte sehr. Hier. Und wo haben wir denn hier? Da haben wir gar nichts, ja? Das ist Papis Probenballach. Aber bitte auch hier. Ja, da muss ich selbst einmal nachsehen. Na, bitte sehr. Trotzdem erhebe ich Anspruch. Lass sie, lieber Bruder, lass sie. Die Herren wollten nur ihres Amtes, mein lieber Herodes. Liebe Schwesterchen, würdest du mich bitte in Zukunft Rodo nennen? Meine Freunde nennen mich auch so, denn Herodes, das klingt so. Ja, also wir sind Antetenik. Richtig. Ja, das haben wir doch nun wirklich nicht nötig, ne? Nein, wirklich nicht. Kannst du mir sagen, warum sich unsere Eltern scheiden ließen? Ach Gott, sie haben nicht zusammengepasst, weißt du. Papa war eben ein großer Künstler. Und Mama war mehr fürs Geschäftliche. Ja, davon Fäscher. Was war sie? Ein Fäge. Weißt du, Fäge ist Französisch. Fäge, es war eine Fiege, ne? Na ja, na Bessem. Ja, sie war Berlinerin. Ja. Sie wollte ja wieder zurück. Das ist die Berliner Luft. Und so weiter. Diese Stadt hat immer noch etwas Faszinierendes, auch für mich. An Köln kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich war ja erst 4, als ich von hier wegging. Ja, und ich war 14 Jahre alt. Darf ich? Ja, nehmen Sie doch reichlich. Sag mal, hat deine Mama eigentlich nie wieder geheiratet? Doch schon, ein Kohlenhändler. Einen Klüttenmann? Wie furchtbar. Ja, er war von einfachem Gemüt und ist dann auch bald verstorben. Ja, zu lange. Aber er hat uns immerhin ein kleines Vermögen hinterlassen. Ja. Ich konnte studieren. Und als Mama dann so plötzlich vor 10 Jahren verstarb, stand ich zwar als Vollweise, aber finanziell gar nicht so schlecht da. Ja, man sieht, hast du was an den Füßen hast, ne? Aber ich musste mich auch emporarbeiten. Zuerst die Referendarstelle beim Oberlandesgericht Berlin, dann später die Großkanzlei. Und ich war auch im Ausland tätig. Ja, sag mal, hat deine Mama eigentlich nie von mir gesprochen? Doch schon. Aber sie meinte, du wärst mir dem Papa nachgeraten. Ja, das stimmt auch. Als der nämlich vor 8 Jahren mit seinem Porsche gegen eine Britz gerast ist, dachte ich, jetzt stirbt ein Stück von mir. Er hatte doch ein Staatsbegräbnis. Ja, sowas ähnliches, ne? Ja, meine Herren, hinter dich verlieren, ich könnte noch mitnehmen, kommt. Und deshalb fällt es mir auch schwer, mich zu entscheiden. Ein Blick und schon, naja, wem erzähle ich das?
Du hast ja den Vater von Salome auch nicht geheiratet. Mein Gott, was soll ich denn da machen, weißt du? Ich wollte nicht und es ging auch nicht. Weißt du, der Vater von Salome ist nämlich ein ganz hohes Tier hier. Es hätte da diplomatische Verwicklungen gegeben, weißt du? Und wenn es die königliche Familie das spitz gekriegt hätte, ach du lieber Gott, das wäre ein Gedöns gewesen, weißt du? Der Hofmarschall, der Zeremonienmeister, die Prinzessinnen sind Puddele und die Königin Mutter hat Horen auf der Zänge. Regiert der Vater von Salome eigentlich noch? Ja, der regiert noch. Nee, er wohnt nicht mehr lang. Nee, weißt du, ich habe das Kind in ein Internat in die Schweiz gegoben, nicht? Denn wenn die später mal bei Hofe verkehrt, dann muss die ja einen fürnehmen Benehmen am Lief haben, nicht? Schweizer Internate sind die besten. Ja, und besonders die in Lausanne. Weißt du, meine Salome ist nämlich da mit der Tochter von Fiat-Erben. Ja, mit der leckeren zwei kleinen Puddelchen vom Pfarrer Dieber. Und also ja mit einem unehelichen Kind vom Heino zusammen. Ja. So, früher, da hätte man mal wieder. Ja. Tut uns zwar leid. Aber das mäht doch nicht. Das mäht doch nicht. Hier haben wir noch eine kleine Erfrischung für Sie. Some freshlings for you, please. Detten mit Nose and Drinken mit den Frauen, die Freshlinge und so. Oh, we love it from you. Oh, please, please. Thank please. You very much for the bottles and auch for den Geburter da. Oh, you speak English? Surely, ever sicher. Ja. My friend Kuddel, ne? Yes. Oh. And I, ne? Yes. Ja. We are wochenend trippers to London Town. Oh, trippers in town, yes. Oh, beautiful, yeah. Over Dover in the Ärmelkanal. Oh. England, Grand Britain, do you understand me? Oh, yes, I understand you. And what are you doing there? You're going in for shopping in the Carnival Street or in the Decapilli-Zirkus, though? No, we are sports lovers. Oh, sportsmen lovers, sir. Yes, we're looking at the football matches in the Wimpelstadion. Oh, yeah. Zwischen Unitet Aftershave and Tittenham Hotpants. Ah. And how is it ausgegangen, that match? 2-0. Was hätte er gesagt? 2-0. For the Tittenhamers? No, for the Aftershavers. Also, for the Aftershavers. Ja, also dann good Aftershave nun and shave in the after and good dann, noon. Dann also long baby and yes. Pipi, lassen wir ja. Ja, ja. Ja, aber bitte machen Sie doch die Entree-Türe hinter sich zu, ja? Sonst kommen die dreckigen Pets von der Fischers und gehen wieder auf meine Toilette. Weißt du, lieber Bruder, ich kriege nämlich in der nächsten Woche eine goldene Abtrittsbrille und So, Schwesterkind, nur lass mal das Geflunke und sag mal, was hier wirklich los ist. Nix, die Launen einer schönen Frau. Moje, komme neue Möbel. Ja, das kannst du mir doch nicht erzählen. Du steckst doch über beide Ohren in die Jauche. Ja, wenn es dir so gut geht, dann pumpen wir doch ein paar Wachen. Ja, wisst ihr, ich bin da momentan in eine kleine Verlegenheit, wisst ihr? Oh, eine kleine Verlegenheit. Der stimmt die Doktor wohl auch nicht, was? Doch, der stimmt. Ich war so ja Gerichtsreferent da. Aber ich habe nur die Begünstigung im Amte meinen Dienst freiwillig quittieren müssen. Freiwillig, ich muss. Ja, die haben gesagt, wenn ich freiwillig hier, dann lassen sie das unter den Tisch fallen. Warum treten sie doch hoch, das Stiefelhose sind ganz andere Gefühle. Gut, die Idee. Die Hu-Hörtee, wenn man die Arbeit kommt. Ja, hilfst du mir? Ja, setz dich auf das Fußbett. Ja, Moment. Moment, mach doch, mach doch. Ja, was denn? Moment, auch von dir. Also, was auch, ich kann. Jetzt kannst du keine. Oh, das tut gut, doch. Ja, mir aber weniger, weißt du. Ich nehme die andere Seite wie in einem Lastenausgleich. Moment, ich kann noch nicht. Moment, ich muss den Bein noch hochnehmen. Und dann bin ich gegangen nach Rio de Janeiro. Mit der Erbschaft von dem Klütemann? Nee, mit der Kohlen, das war schon lange nicht mehr, seitdem es die Ölheizung gibt.
Aber ich habe immerhin noch ein paar Mark gehabt, die mir durch die Begünstigung im Amte zugeflossen waren. Also, gedacht. Ja, wisst ihr, die hatten damals in Berlin in Amstum so große Kohleöfen gehabt. Und das war so ein kalter Winter. Und dann habe ich aus Versehen eben ein paar Akten verheizt. Die, wenn er das genau nimmt, stark belastendes Material gewesen sind. Die sind in dem Ja, das stark belastendes Material. Von wem wurden das stark belastende Material? Ich kenne keinen Namen, aber die Jungs, die haben dich furchtbar gefreut. Das war eine Freude. Die hatten sowas in der Ohren gehabt, was mir richtig ans Herz hing. Die haben sich auch mit ein paar Mark Erkenntnis gezeigt. Und dann bin ich mit der Frau Greenwald ab nach Südamerika. Wer ist denn eine Frau Greenwald, hä? Naja, irgendeine Tante, mit der ich mal zusammen war. Wir haben dann unsere paar Mark auch noch zusammengeschmissen und haben in Rio de Janeiro ein Spielcasino aufgemacht. Aha, Polen oder Bacharach? Nee, Blackjack. Ja, und dann? Und dann sind da Amis gekommen. Wir haben gesagt, das sollten wir lieber nicht machen, haben wir dann aber doch gemacht, hätten wir mal lieber nicht gemacht. Denn schon in der ersten Nacht, wo wir das Ding aufgemacht haben, sind da Amis wiedergekommen. Was wollten die dann doch? Und haben uns eine Bude kurz und klein gekloppt. Oh, wie gemein, ja, und dann? Ja, und dann kam die schwerste Zeit meines Lebens. Aha, bist du ärmlich und krank geworden, oder was? Nee, sowas nicht. Aber ich musste zum ersten Mal in meinem Leben richtig arbeiten. Oh, wie furchtbar. Auf so einem Seelenverkäufer habe ich Kohlen geschippt, bis nach Europa. In der Kohlen kannte ich mir ja auch so. Da kriegst du jetzt direkt vom Klüntedampf. Nee, auf Paris. Mit dem Zug? Ja, aber nicht erster Klasse, so wie wir jetzt fliegen. Fliegen wir denn überhaupt? Ja, wenn nichts dazwischen kommt, ne? Was soll dazwischen kommen? Na ja, so ein paar schwedische Jardinen, ne? Schwedische Jardinen? Sag mal, musst du hinter schwedische Jardinen? Ja, kann schon sein, ne? Was ist denn das? Kommen Sie die jetzt schon holen? Nee, ich habe aber 12 verkündet. Adelheid, unser Vater, seine letzte Flamme. Ach, du liebe Zeit, jetzt hat sie denn mal wieder die ganze Möbel fortgeholt. Was denn, hatte der noch eine Flamme mit 72? Ey, der hat doch noch ein paar. Der ist nicht nur in dem Auto noch alles gefahren. Der hat doch noch jede Menge steile Zelte abgeschleppt. Ja. Und ich wollte auch viel jünger, bitte. Noch für das Herzchen. So steil ist ja der Zahn nun auch wieder nicht. Gustav! Mein Gott, was heute denn der Glatten? Ich kann nicht mehr. Ich muss mich mal setzen. Verdammt nochmal, der ist ja noch nie in so einer Stuhl, wo man gebührend in die Ohnmacht fallen kann. Das ist die Papa-Adelheid. Das ist mein Bruder, der Herodes. Aber seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Wie aus dem Gesicht geschnitten. Guten Tag, Frau. Ich heiße Frings. Adelheid Frings. Und ich wäre so ja bald dein Mutter geworden. Gestatten, Müller. Doch, die Stimmen, die aus dem Hause geschnitten. Ich setze mich nicht auf Treppe. Und jetzt, wo die Möbel fort sind, können wir uns gerade in der Ecke putzen. Hier südet ja wieder aus. Nee. Ja. Lerne Ordnung, liebe sie. Sagen Sie, wo frühstückt ihr dann eigentlich? Was ist denn mit der Kommode? Warum haben Sie die denn nicht mitgenommen? Also vergessen! Und dann! Was will die denn hier noch putzen? Ah, der hat eine Putzwimmel hier. Das ist wieder noch putzen in dem Krankenhaus. Na, komische Tobi. Ja, doch, er hätte das ja nicht zu tun. Ich weiß nicht, der dicke Mann, der hätte nämlich schon ganz anständige Rente hingen lassen, obwohl er die letzte Stars mit unserem Vater fremdgegangen ist. Ja. Na, besser als wenn sie säuft. Ach, oh, du haben wir da uns im Schlafzimmer der Nagel lag, ja. Das Allerheitsreiche Süde der Woche. Us, das kann man wirklich nicht so lassen. Vom Arbeiten hältst du aber nicht viel. Oh, ehrlich gesagt, ja, nix, weißt du. Schallische Arbeit, ja. In Ehrenfeld, in einer Jeansfabrik, da ist Reißverschluss hingelegt. 8 Stunden, 10 Stunden, 12 Stunden am Tag. Reißverschluss. Sonntags, Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Reißverschluss. Der Fingerbaum war blutig und trotzdem hätte die Firmen hingen nicht gelangt. Man nimmt wieder das Internat für mich, Salome. Nee, Rudo, wenn du nichts gelernt hast, verdienst du nichts. Ja, sag mal, und der Prinz, dein Prinz, habt ihr dir denn kein Geld gegeben? Ja, was da für ein Prinz? Na, der Vater von Salome. Der und der Prinz? Das ist der Beerdigungsunternehmer Viktor Schneckermann vom Fräsebau. Der ist höchstens Prinz.
übrigens im Kinderwagen. Und wie ist denn nicht? Der hat vier mit seiner Ehefrau, eins in Freschen, eins mit Bützegeld. Das Kind von Bützegeld ist ja nicht von dem, das hätte aber ohne zu machen. Was er schon schwört, der ist einmal noch mal locker geflogen. Das geht sich doch gar nicht an mit dem Mallorca. So, ja, auf einer Kegeltour, da ist es dem jetzt. Mensch, du, mein Bruder, der Bönner, all der Jahre hingekommen, um zu hören, was der Schmettermann zwickt, ob der Kegeltour gemacht hat. Ja, ist aber doch wahr. Da wird schon nichts an, sonst willst du eigentlich. Ich will jetzt wissen, wo der Staubsauger ist. Oh, der hat doch vorige Woche aufgeholt. Putz mich jetzt, da findest du. Lass das! Wenn die gleich die Gardinen fänden kommen, da hast du viel mehr Platz. Ja, ist dann ein Schlafzimmer wenigstens noch da. Ja, das ist von einer ganz anderen Firma. Dann fang nicht da an, sagen. Ich sage dir nur eins, Marie. Sprech mit dem Bruder. Sage ihm. Sag doch mal. Ja, das sagst du andermal, ne? Nicht, wenn ich auch bin, sondern das will doch. Soll ich meine Mutter da? Nee, jetzt, vielleicht kann ich dir helfen. Der muss auch in der Helle für, sonst ist das dran. Der muss auch in der Helle, bitte, 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 bitte. Weißt du, wo ich da gearbeitet habe in ihrer Firma, mit der Reißverschlüsse? Das war die Firma Müller und Sohn. Ja, und der Sohn war gestorben, ne? Ja, ja, und der hat eine Frau, die hieß ähnlich wie ich, nämlich Marianne Müller, ne? Ja. Bis jetzt stimmt noch. Ja, ja, dann sind ja nicht mehr wie ein paar Verwechslungen passiert. Ne? Das hat dann der Post von mir gekriegt und ich habe dann der Post von dem gekriegt. Ne? Und da haben wir immer getauscht. Ne? So, das ist so. Ja, aber was passiert ja mal? Ist ja nicht schlimm. Ja, aber da hast du ja eines das von dem Siegerbanken einen Brief gekriegt, ne? Wo die mir streng vertraulich geraten hat, dass ich mein geheimes Privatkonto besser um ein anderes zweistelle. Ne? Ja. Denn wenn es zur Steuerfahndung kommt, ne? Dann möchten sie das auch, ja. Und dann hast du eine Post, wenn du zurückgeschaut, so soll das ja auch besser direkt auf eine ganz andere Bank tun. Ne? Nämlich auf meine Bank. Ne? Und dann für eine Raiffeisenbank in Hürth. Ja, und damit er die Finger umfällt, da sollen sie auch die Kontoauszüge direkt hierhin an meinen Privatadress schicken, dann hat der Fett der Firma nichts mit zu tun. Und dann hast du die Unterschrift gefälscht. Wieso gefälscht? Nur nachgemacht. Scheiße doch, Marianne Müller jetzt. Nee, du heißt Marianne mit M. Ah, ich weiß selber, wie ich heiße. Und wenn die Bennerbank nicht richtig lädt, hat die schon eine Tür, Und dann? Ja, dann hab ich sie erstmal gekündigt, ne? Und dann? Und dann hat sich auf der Raiffeisenbank in Hürde Konto mit 126.000 Mark und 84 Fälle. Nach Lausannes gefahren, ne? Und hab für das Kind das Internat ein ganzes Jahr im Voraus bezahlt. Da hab ich ihm noch ein paar Kleider gekauft und ein paar Bücher. Und was so Kinder sonst da brauchen, der ist alles schlau. Oh, das ist das Beste vom ganzen Internat, die Anhalt. Ja, das stimmt. Aber dann hätte ich übertriffen. Der Schuldige war doch Teufel gekommen raus und hätte Rechnungen nicht bezahlt. Ich wollte doch bezahlen. Ich konnte bloß nicht. Es sind viel Glück, die Wille und können nicht, die müssen. So, und ich muss jetzt auch, ich muss in den Spital in den Dienstfeng an. Und dann muss ich auch noch in der Heizungskeller und dann sehen, wie man der Dreck aus der Ecke fängt. Ja, ich denke, du arbeitest auf der Frauenstation. Ja, und im Heizungskeller liegt der Dreck in der Ecke. Aber die schon gar nichts an. Boah, Dreck rum liegt, das geht mich immer jetzt an. Merkt dich das nicht. An. Aber wie hoch steht denn das Konto? Moment, auf dem Konto. Auf dem Konto steht 81.230 Mark. Oh, das ist gut. Ja, aber im So. Das ist nicht gut. Nein, ist auch nicht.
Und womit willst du die Weltreise bezahlen? Dafür habe ich so kleine Kärtchen. Da kannst du alles bezahlen. Kannst du alles mitbezahlen. Die habe ich jede Menge. Kärtchen Express, Eurocard, Carte Blanche, du reist aber ja, viel. Ja. Euro-Scheckkarte, sag mal, hast du dafür noch Schecks? Ja, noch ein, zwei, drei Stück. Ja, das ist nicht viel. Nicht mal für Taschengeld. Ach, für Taschengeld? Da hab ich schon ein paar Goldbarren mehr. Ach, gib mal! Ja, sehr günstig bekommen. Ah. Und wieder durch ein Missverständnis, ne? Und dass die Schecks ausschreibst, die nicht gedeckt sind, ist wohl auch ein Missverständnis. Du sagst es, Junge. Und mit der Unterschrift und der Chefin ist auch ein Missverständnis. Ja, ja, aber von der Bank, da kannst du die Tür jetzt, Leute. Schwester, wenn dein Fall mal zu einer Warnung kommt, dann bezweifle ich doch sehr stark, dass der Richter für so viel Missverständnis hat. Ja, hier bist du mal da nicht mehr. Ja, du bist doch mein Bruder, bist doch Rechtsanwalt. Ja, aber auf Chemiericht der Welt zugelassen. Mensch, wenn das rauskommt, wenn das rauskommt. Oh, das ist schon eine Russikuppe. Wir hatten das rausgekriegt. Ja, irgendein so ein Anwaltsbüro, was das Schulde in den Brief nimmt. Am Montag habe ich nämlich schon die Gerichtsverhandlung, ja. Und deswegen bin ich nämlich auch ein bisschen nervös. Da hast du auch einen Grund dazu. Mensch, wenn das rauskommt, dann bist du dran. Es gibt erstens 2 bis 5 Jahre wegen Scheckbetrugs und Wiederholungsfalle. Zweitens 2 bis 5 Jahre wegen Unterschriftfälschung, Urkundenfälschung. Drittens einfacher Betrug, vorsätzlicher. Ja, und dann habe ich auch noch gelaufen wegen Hausfriedensbruch, Beleidigung. Und wie nennen wir das andere nochmal? Körperverletzung. Wann hast du denn das fertiggebracht? Oh, an der Monamoi, zwischen 11 und 12. Weißt du, ich bin in das Anwaltsbüro, ne? Da hast du uns der Möbel gerade gesagt, ne? Dann habe ich Bahnhofsbänner für den Anwalt gesagt. Dann habe ich mir einen Pann auf den Kopf gehauen, ne? Was denn? Du hast ihm seine eigene Pfanne auf den Kopf gehauen? Oh, ne, das war mein Pfann. Der hat mir extra von zu Hause mitgebracht. Au, Schwester, da sehe ich aber schwarz für dir. Da sehe ich dir in den nächsten Jahren nur in die streifte Garderobe. Ja, willst du mir da die Telefon? Ja, wollen tut schon, aber ich weiß noch nicht wie. Ja, dann lass doch mal den Innenfaller und wir hauen ab, fort, mich fort von dir. Und wenn wir dann den Flug, da sterben nicht. So, was ist das? Hast du ihm was von Sterben gesagt? Ja, das tue ich. So war ich Marianne Müller heiße. Das ist es, Schwester. Du wirst an einem der nächsten Tage an Herzschwäche aus dem Leben scheiden. Da hast du ein Elternhaus. Was hab ich? Ob du eine Erbse am Wandern hast. Mensch, dir kann doch keiner mehr was tun, wenn du jetzt mal tot bist. Ich hatte aber noch keine Lust mit zu sterben, das will ich doch nicht. Doch aber nicht richtig, nur auf dem Papier. Wir geben eine Todesanzeige auf und wenn wir die begraben haben, dann zischen wir wieder ab auf Weltreise. Oh, so ist es. Ja, wenn das einzige Mittel ist, was mich retten kann, dann sterbe ich eben nicht da. Ja, tu das! Was Besseres kann dir ja nicht passieren. Ja. Also, was du meinst, das zum Royal sind. Ich halte mich da raus. Ach, das ist ja viel, solange ich dich kenne, da sprichst du immer noch von dir und von dir und von ja, dir. Ja, wie soll ich das sonst sprechen? Also, sie hat viel von uns verlangen, aber so jetzt noch nicht. Ach, Junge, du stellst dich an, du. Das hat doch mit Anstellen nichts zu tun. Von mir haben sie halt verlangt, dass die liebe Verstorbene ein bisschen schöner aussah, wie sie in der Sterbestunde. Jod, eine Maskenbildner bestellt. Wir haben dem lieben Verstorbenen so ganz am Bürger angetrocknet, trotzdem der sich über 20 Jahre platt hat. Es ist sogar vorgekommen, dass wir das Sterbedatum des 8 zu früh dahin geschiedenen ein paar Tage heimgehalten haben, wenn er für die trauten Hinterbliebenen günstig war. Wisst die Versicherungen, die machen ja auch wie Gedöns für ein paar Tage, das löst du ja nicht. Aber was du willst, ja, das hätte doch keiner von mir verlangt. Ich verlange doch ja nichts von dir. Ich habe von dir noch nie Geld eingenommen.
Und trotzdem jedet nicht. Ich kann dich doch nicht begraben, wenn du in Wirklichkeit noch ja nicht tot bist. Dann ist doch keiner. Doch. Wer dann? Ich. Ja, dann muss ich in den Schnüsshahn. Der Schnüsshahn. Damit ist er doch nicht hier dann. Och, warum? Ja, und der ist ganz normal, Fico. Mich persönlich, den brust du auch ja nicht zu begraben. Du sollst eher den Schaufenster probleme, ne? Und sagen, das will ich. Ich will nur ein anständiges Begräbnis. So, so, ein anständiges Begräbnis. Ja, möchte ich gerne. Bitte. Und was ist, wenn die Trauenden Hinterbliebenen in der Leiche all die Liebe Verstorbenen noch ein letztes Mal sehen wollen? Da stößt mir ein Schaufensterpop doch. Ah, wie passiert bei mir doch ja nicht. Schon doch ja kein trauernde Hinterbliebene. Oh doch, du hast eine Tochter. Oh, Jutta, du mich daran erinnerst, ne? Ich wollte ja in einem Testament der staunenden Nachwelt bekannt geben, wenn dem Kind sie Vater ist, ne? Und dass er noch nie einen Markt bezahlt hätte, ne? Du hast mich auch noch nie dazu aufgefordert, ne? Das habe ich dir auch immer sehr hoch angerechnet. Ja, dann in den Bahn, ne? Sag mich, ist ich 17. Und wenn der Silophon und Schmetz kriegt, wenn der Vater ist, dann kannst du aber nur ein paar Jahre nachblechen, ne? Wenn ich aber so plötzlich dahin scheide, ne? Da ich ihm vergessen, das Testament zu machen, schmeckt's euch? Was? Du sollst mal mit Dinger Dünger und Höchstdorf und Komödchen ist ein Schwingzeug. Das ist ja alles schön und Jod, aber das Zahlung, ne? Das wird sich doch noch ein Sinn finden. Ach, das wird das doch gar nicht der Waage. Und ein Adel hält. Ach, hör auf mit dem Adel. Ist ja noch niemand mit mir verwandt, jetzt. Ja, aber du hast einen Bruder. Wenn der da tötet, wird der angeschürzt kommen. Der ist er doch. Ist er doch. Geht das sowieso nicht. Ja, der hat aber auch nicht auf die Idee gebracht. Auf was für eine Idee? Na ja, dass ich sterben soll. Hä? Und was verspricht der sich davon? Du hast doch bloß den Hals voll Schulden. Ja, dann ist es ja. Schanze für Schulden, ne? Und wenn du ins Dude bist, passiert mir nichts mit. Und wo willst du hin, wenn du ins Dude bist? Du kannst schon in den Luft ablösen. Ja, schon in den Luft, ja. Aber mit dem Flugzeug. Mein Bruder und ich, wir machen einen Weltreise. Oh, Junge, du hast einen Fell. Oh, da kannst du Grieshaar drüber kriegen. Ja, dann begraf mich anständig, da besser mich quitt. Das geht doch nicht. Ja, willst du vielleicht, ich bin angestellt, hätte Knöpfe auf die Ohren. Die sind doch, dass das ein Schaufensterpop ist. Mann. Spätestens, wenn wir dich enden, sag ich. Mann, ja, du bist ja eben ins Allein, ne? Das fährt man noch, ja. Hey, dir, jetzt ich mich schon an der Arbeit, das hast du noch nie gemacht. Und einer allein kann das doch auch ja nicht. Ach, Victor, ich gehe doch von Jans allein in die Kiste. Das gibt es doch gar nicht. Noch nie im Leben ist ein Toter von Jans allein in das Arsch gegangen. Ich weiß doch nicht, was ich meine. Ich helfe dir bei der Puppe. Und was ist mit dem Arsch? Willst du etwa die Egesarsch bis ich auf der zweiten Etage schleppen? Nee, da hilfst du doch die Herodes. Was ist das dann? Mein Bruder, der hat jeder normal. Und wo ist der jetzt? Der schläft. Man kommt uns her mit dieser falschen Intage. Was ist da jetzt, Arsch? Und helfen uns hier auf, weil der Scheller nicht so der. Also komm, halt dich schnüss, sonst lass dich fallen. Doll Zuppe, Gröns. Ja. Der jetzt weißt du das? Was ist denn hier los? Das sind die Lust auf Egesicht. Macht dieser Mensch, der dich in deiner Jugendblüte verführt hat, Schwierigkeiten? Moin, Herr Schmettermann. Morgen, Herr Müller. Wissen Sie, die Situation ist schwierig. Ich kann dem Ansinnen Ihrer Schwester da leider nicht nachkommen. Nicht nachkommen? Sie sorgen doch sonst immer für die Nachkommen dieser Stadt. Sie haben meine Schwester die Jugend geraubt. Also hören Sie mal von Rauben. Kann doch noch wirklich keine Rede sein. Ich vernünge Sie wieder passiert ist oder Marie 30. Mit 30 ist deine Frau sehr interessant, ja? Ja, das war doch gerade. Das war interessant und ich hatte noch nie mit einer Frau zu tun gehabt. Das glaube ich Ihnen nicht. Ja, das stimmt. Woher willst du denn das wissen? Ich sage Ihnen, es ist so dämlich angeschaut. Der hat eine Leidenschaft entwickelt. Da wurde Kirchenzeitung spannend hier. Ah, so genau will ich das
könnt ihr nun nicht wissen. Ja, und das hat sich in der Zwischenzeit noch sehr gebessert. Da können Sie fragen, was Sie will. Naja, nun nehmen Sie mal nicht so an. Angeben ich? Das habe ich doch gar nicht nötig. Bei dem Image, was ich diesbezüglich habe. Image? Was haben Sie denn schon für ein Image? Lieber Mann, ich könnte Ihnen Geschichten erzählen, da würden Ihnen die Augen überlaufen. Na ja, dann erzählen Sie doch mal. Bitte schön. Ja, dann passen Sie mal auf. Ja. Also, ja, ich hatte da vor einiger Zeit einen Großauftrag. Ne? Da waren nach einem Stiftungsfest zwei Waren frontal, natürlich alles besoffen. Aber die Witwe, ne? Tief verschleiert, bildschön. Ja, da war bei mir mal das Geld, das hat sich angebildet. Naja, also was soll ich sagen? Ich lege dir nur die Hand auf die Schulter. Gott ist mein Zeuge. Nur die Schulter habe ich berührt. Nur die Schulter. Ja, das geht, das ist ganz tief hängende Schulter. Aber dann kribbelte das von dir auf mich. Und dann von mir zurück. Von oben nach unten. Bis in der Decke ziehen. Fußpilz, was? Die guckt. Das kennt das nur wie ihr Stoche, Kalle. Ich gucke zurück. Und die duftete. Oh, ja, die Die duftete, ha. Ja, und ich denke noch, Jotjo, ach, es half gewonnen. Komm, Kett, rum auf das Zimmer. Mit Ihren amorösen Abenteuern können Sie mir wirklich nicht imponieren. Ich könnte Ihnen da Dinge erzählen. Was ihr so sieht, soll man das ja nicht sagen. Was? Na ja, bitte. Ich kann mich ja mal irren. Ja, Sie irren aber gewaltig, werter Herr. Ich komme da neulich aus dem Casino. Da steht eine Frau. Karpet von der Brauerei, Mann. Und die trug einen Chinchilla. Oh, das aufgefressen kriegen wir, ja. Und hatte einen Schlitten, auweia, Silberschädel, so. Und mindestens 50 Meter. Und die Frau guckt mich an. Und ich mache nur so. Und der Chauffeur macht. Und der Mann macht. So. Und ich mache noch mal. So. Und ohne ein Wort zu sagen, glaub mir das, mein Junge, kommt die auf mich zu. Ja, da müssen die aber sehr starke Betten gehabt haben. So wäre es. Und das war eine Nacht, sage ich Ihnen. Oh, eine Nacht in Monte Carlo. Sterne, Feuerwerk und eine dicke Brieftasche. Und die Frau in meinen Armen, die war rasend. Rasend. Sie schrie das ganze Hotel zusammen. Dacht's an Silberhochzeit. Und ich sagte, cool, Baby, cool. Und sie rast immer weiter. Die wollte wieder raus. Und die Kapelle spielt. Tja, da, ba, da, du. Jumbo, ba, ba, ja, da, do, da, da, di. Und die Frau war heiß. Sie schrie, ich brenne. Ich brenne. Ich brenne. Und ich sage, bleib nie im Leben, ich hol die Feuerwehr. Da könnt ihr mal sehen, was ich für ein sexy Boy bin. Also, wenn ihr hier mit dem Wiener strutzen könnt, dann kannst du doch bitte kehrt. He? Wenn er mir war, so jetzt nicht passiert. He?
Kills, 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 kills. Und wenn man auf schwarz hüpft, dach, man freut sich ja nicht. Ich bin doch froh, dass es noch Kills gibt. Jung Kells, Kesse Kells, ich mach auch dicke Kells und Kells mit Platte mach ich auch noch. Es gibt auch Kells mit langer Nase und Kells die Rase, die jeder doch. Kells, 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 wenn er nicht mich will, halte nicht. Lass ihn laufen, nützt nix, wo es doch so viel Sorte Kells gibt. Schmal Kells, Rad Kells, ich mach auf die Ecke Kells und Kells, die treu sind, jedes auch noch. Es gibt doch schwarze Kells und Jähle und Kells, die Schäle, die jede doch. Und Kells, die mit dir lachen und die dich glücklich machen, das sind für mich die beste Kells, 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 die sich für dich verkloppen, die auf dem Mulen stoppen, wenn du zu frech bist, das sind Kells. Et jedoch Kells, die dich beschwipse, bloß Kells mit Schlipse, die mach ich ja nicht. Fuhl Kells, blöd Kells und Kells die Suppe, das sind kein Kells mehr, das sind Schluffe. Sau Kells, raue Kells, sind mich denn doch kein Kells, die meinen nur so jetzt wär männlich. Es gibt auch Kells, die sich genieren, stark parfümieren und die im Kleid jagen. Und sich die Lippen schminken und nur die Künste winken, das sind die Kells, die schon auf Kells, Kells, Kells. Ich will das nicht verdammen, ich kann das nur verstammen, denn nur ich stelle sich schon auf Kells. Ich stelle auf Kells, die Jod und schlau sind und die vom Bau sind, die mach ich wirklich. Ne, das wird doch die Leppe, wenn es sie nicht wie Göff. Was wird das Leppe ohne Kells? Es wäre ein Leben ohne Wärme in ihrer Ärme, da blieb so Urstand. Kells, 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 Kells. Ja, kommen wir zur Sache. Wo liegen die Schwierigkeiten? Richtig. Also, wir sind ja nur alles erwachsene Menschen. Und wenn wir jetzt mal alles andere beiseite lassen, es geht nicht. Von Amts wegen. Mit Gesetzen kenne ich mich aus, also. Ich brauche einen Totenschein. Und der muss von einem Doktor unterzeichnet sein. Ich selbst bin Doktor. Ja, ich glaube, du bist ein anderer Doktor. Du bist Jurist. Ja, ich habe promoviert, natürlich nicht. Aber Sie können doch keinen Totenschein unterschreiben. Ich kann das. Ja, sagen Sie mir dran, so schnell eben die Stirbe. Herzinfarkt. Ja, Herzinfarkt. Oh, Mann, Mann, Sie brauchen ein Adress, einen Stempel. Mary, du stehst da schon an der Kommode. Mach mal die Klappe auf, oben links, da habe ich einen Stempel machen lassen. Stempel? Dr. Herodes Müller, Facharzt für Kardiologie, 5000 Köln 1, Barbarossa Platz 3. Sag, wohnst du denn da? Ja, da kann ich ja nicht wohnen. Das ist der Bahnhof der Köln-Bonner Eisenbahn. Kommen wir zur Sache. Also, wenn Sie den ärztlich-amtlich beglaubigten Totenschein haben, was machen Sie denn? Da ja nicht damit noch Ordnungsamt. Die schreiben dann die Sterbeurkunde aus und dann Marie Kesslinge Platz auf Melorte. Hätte der richtig verschreckt, Mann. Ja, du hast doch selbst so gewohnt. Ja, aber doch nicht. Ja, dann heben Sie mir mal so einen Totenschein, ich mach das schon. Sie haben mich falsch verstanden. Nicht du, das Schien kriege ich von innen. Ich meine doch nur das Formular. Ja, das meine ich auch, aber ich habe die Formulare nicht. Und da komme ich auch überhaupt nicht dran. Quatsch! Die Formulare haben die jetzt immer vor Schluss. Und ich kenne keinen Arzt in Köln auf der ganzen Welt nicht, der so jetzt mehr. Das bezweifle ich doch sehr. Ach, Sie können mir erzählen, was Sie wollen. An die Ärzte kommen Sie nicht dran. Da bin ich mir ganz sicher. Herr Höbel? Hä? Können wir die Dudeschen dann nicht einfach drucken lassen? Nee, 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 nee. Alle
Druckereien gehe ich nicht ran. Das ist mir zu heiß und das dauert doch zu lange. Am Freitag musst du unter der Erde sein, am Freitag damit er in die Maschine. Was willst du denn da? Ja, gut, ich muss doch vor meinem Ableben noch die Flugticket zahlen. Also, wenn man es so zuhört, da könnte man sich früher wie Engelschen. Nanu? Da wohne mal das gerade die Tür auf, ja? Ja, mach ich, bleib du da, wo du bist. Ja. Wo kann das Testament hingedonnen haben? Bitte, gut, dann, wir kommen vom Möbel aus, Heft und bringen die neuen Möbel. Naja, da macht das man, Jungs. Ihr wisst ja hier besser Bescheid wie ich. Sind die das, Herr Breitschneider? Ja, Mary Baby. Ja, da stellen Sie die neuen Möbel dahin, wo die Arme gestanden haben, dass überall das Eigenmittel so. Geht in Ordnung, Frau Müller. Tja, dann will ich dann auch zu haben. Ich sehe ja da doch keine Möglichkeit, wie ich Ihnen weiterhelfen kann. Auch nicht, wenn wir dafür eine größere Summe springen lassen. Also wie ich die Situation hier einschätze, sind Sie zu größeren Sprungübungen überhaupt nicht in der Lage? Sie täuschen sich, werter Herr. Wir haben lediglich kein Bargeld. Wie wahr, wie wahr. Ich konnte mich aber selbst davon überzeugen, dass meine Schwester noch über eine ansehnliche Menge an Goldbarren verfügt. Im Werte von? Na, sagen wir, für Sie wären 6.000 drin. 6.000? Ha, wie soll da Marina noch angekommen sein? Also das halte ich für ganz und gar unmöglich. Nee, durch ein Missverständnis. Missverständnis? Ja, dann ist es doch möglich. Und 6.000 zahlten Sie für ein Formular? Na, ist doch ein ansehnlicher Preis, oder? Na, ja, also zumindest. Das könnte ich jetzt drüber nachdenken, ne? Also wer hätte die Gal? Ärzte, Krankenhäuser? Die Adelheit arbeitet doch in so einem Krankenhaus, ne? Ja, und in dem einem Klüster schon noch still für Ohren zu nönchen. Ja, denn gehen Sie doch in das Kloster. Lieber Mann, ich in ein Kloster. Bei meiner Libido ist an ein Zölibat überhaupt nicht zu denken. Und übrigens, hier nebenan, da handelt es sich um ein Kloster, in dem ausschließlich Nonnen untergebracht sind. Na, wenn Sie wegen der albernen Geschlechtsanwandlung derartige Schwierigkeiten machen, dann wende ich mich doch vertrauensvoll an Frau Adelheid. Nee, tun Sie das nicht, Herr Adelheid, das gilt doch nur für Kinkerlizios. Die Firma Schmettermann dagegen ist ein hochrenommiertes Unternehmen. Wir sind jung, ideenreich, dynamisch. Dann zeigen Sie doch mal, was Sie können. Ja, ich werde die Sache mal in meinen Heimcomputer eingeben. Mal sehen, was der sagt. Und ich sage Ihnen, wer zuerst kommt, mal zuerst. Auf Wiedersehen, Herr Schwestermann. Ja, ist ja tot. Auf Wiedersehen. Und dann auch noch meine beste Empfehlung an Madame Müller. Also, wie ging da mit dem Computer noch uns? B-Taste drücken. So fing die Biesterei an, ja. Dann kam Blitz. Sagen Sie mal, waren Sie nicht gestern schon da? Doch. Kamen Sie da nicht von der Firma Hartung? Ja, ja. Warum kommen Sie denn heute von der Firma Heft? Also passen Sie mal auf, das will ich jetzt mal ganz genau erklären. Ja. Ne? Also mir persönlich, wir sind eine Speditionsfirma, die hüllt und bringt, wie es geht. Ne? Wir holen die Möbel korrekt ab, kuddeln ein bisschen bigger für, jetzt anständig, da stellt hin. Und wir bringen die Möbel korrekt hin. Alles andere geht uns nichts an. Einfach hierhin kommen wir mal besonders jetzt. Ist ja wenigstens etwas Erfreuliches. Ja, hier geht immer eine Jode Schnaps, ne? Ja. Dann holen doch rein. Was dann? Ja, der Tisch. Ach so, der Tisch. Ja, ihre Schwester hat uns auch schon zu manchem guten Auftrag verholfen. So, ich bin es so wie. Sag mal, lohnt sich das denn überhaupt noch mit den neuen Möbeln für die paar Dach, wo ich noch lebe, Schnauze! Wer seht denn so jetzt leben, Frau Müller? Sie werden doch uralt bei ihrer Gesundheit. Oh, sag das nicht, Herr Breitschneider, ich fühle mein Ende an. Ja, soll ich das jetzt sagen? Ende Woche, da hat mich der graue Sensemann dahin gerafft. So, mal wette. Mary, ich bitte dich! Nee, das tun ich gehen. Mit der Welt kann ich nur gewinnen. Wieso, Ja, wenn sie verlieren, müssen sie blechen. Und wenn ich gewinne? Ja, dann haben sie doch nichts mehr davon. Ja, hätte auch recht. Wie in sowas wettet man nicht? Mary, willst du nicht mal einen Arzt aufsuchen? Ja, ich kenne keine Doktor, der unsere Schein gibt. Ach, da sind ja die neuen Möbel an. Ich bin zu gespannt, wie lange die ich noch liebe. Tag zusammen. Tja, Adelheid, Liebste, fang schon mal an, ja? Ich muss nämlich noch in einem Reisebüro, ne? Willst du dich doch mal mit dem Doktor probieren? Mit dem Doktor? Ja, bist du dann krank? Ja, meine Schwester fühlt sich heute nicht wohl. Was hättest du dann? Hetzkloppe, Rheuma im rechten Arm, Atembeschwerde, Leberzirrhose, Keuschus im Atem, Schwindelanfall, langt er dat?
Schmähen, das findet doch ein bisschen, wie geht's? Na, Arnold, willst du noch was Besonderes? Nö, nichts Besonderes. Aber wenn hier die neuen Möbel kommen, dann führen ich immer da auf. Ich sag, bist du mit dem Frühstück fertig? Lastet mal! So, wir sind fertig, Frau Frings. Ja, ist gut. Aber diesmal keine Teppich dabei. Ne Teppich? Teppich? Teppich steht keine drauf. Ja, dann auf Wiedersehen. Ist doch Cognac, all. Nee, nee, hier kriegt keine Schnaps mehr. Gut, gut. Machen Sie ein bisschen Glück. Die nächste Flasche, die kriegt er, wenn er die Möbel wiederholen tut. Wer weiß, wann das ist. Vielleicht ist dann der Frau Müller schon du. Mord, der Teufel, die an der Wand hier Lellbecke. Mit zu ihr Becken keine Quatsch. Sag, Rodo. Ja, mein Mauseherz, was ist denn? Sag, ist das dann denn ernstes mit der Marie? Ach, Quatsch. So ernst ist die Situation nun auch wieder nicht. Na ja, das sollte man aber nicht auf die leichte Schulter nehmen bei dem Wetter, was jetzt ist. Die Knurren, da ist uns im Spital eine Frau gestorben. Du, die war auch nicht älter wie das Marie. Und ich sage dir, das ist nur das Wetter und die schlechte Luft. Ja. Das bringt uns nach allem. Adelheidchen, ja, bring mir mal erste Retten und ein neues Gläschen. Mach ja? Ich doch, du weißt doch, für dich tue ich alles. Na ja. Bitte schön, mein Söhnchen. Danke dir, mein Herzblatt. So, nun komm mal her. Ja. Sag mal, macht das eigentlich viel Arbeit, wenn im Krankenhaus so einer stirbt? Ja, was denkst du dann? Da muss das Zimmer desinfiziert werden und ein ganz gründlicher Putz. Aber das mache ich schon jetzt. Und die Ärzte, haben die eigentlich auch viel Arbeit? Oh, wenn die den Patienten tut haben, dann haben die doch die größte Arbeit hinter sich. Dann schreiben die noch eine Dudeschick aus und damit hättet sich. Und die Totenscheine, haben die Ärzte die unter Verschluss? Ach, wart. Die fliegen bei uns im Stationszimmer rum. Ach, was du nicht sagst. Da ist doch keine Ordnung in der Wut. Guck mal, da könnten sie die Schinken noch nicht ins Finger. Die haben sich dann und dämlich so, aber sie konnten sie nicht finden. Was denn, die haben sie nicht gefunden? Nein, nicht. Das heißt, ich weiß ja, wo die Schinken liegen. Aber das sagen ich denn nicht. Nee, und mir sagst du das auch nicht, oder? Ja, dir könnte ich das ja eigentlich sagen. Na, dann sag doch mal. Aber nee, dir sagen ich das auch nicht. Warum sagst du das denn keinem? Ach, die sollen sich an Ordnung gewinnen. Mhm. Besonders die Schwester Nikodema. Warum denn gerade die? Die hat mich geärgert. Die heißt bei uns nur die Schwester Nixnutzia. Warum denn das? Die hat von morgens bis abends der Herrgott in der Schnüss und der Teufel im... Du weißt ja, was ich meine. Papa, klar. Na nun, da kann der doch noch kommen. Mach doch mal auf. Sag, hör uns, wäre eigentlich schön, wenn du mir jetzt noch ein Date bringen willst. Was meinst du, was die Arbeit für Ohren machen wird, wenn ich... Ja, bitte? Schönen Tag. Sagen Sie mal, wohnt hier eine Frau Marianne Müller? Ja, die wohnt hier. Ja, endlich. Dann werde ich die Dame gleich mal bedrücken. Wo ist sie denn? Meine Schwester fühlt sich heute nicht wohl. Sie musste einen Arzt aufsuchen. Wenn die mich sieht, dann wird der gleich besser werden. Ich bin sehr froh, dass ich der Luder Ecke gefunden habe. Die kann weiterleben. Moment, Moment, mein Herr. Ich bitte sich doch mit Ihren Äußerungen etwas zu mäßigen. Mein Name ist Müller, Dr. Herodes Müller. Ich bin Rechtsanwalt. Und wer sind Sie? Gottes Kaiser heiße ich. Ich hatte die Ehre, Ihrer Frau Schwester eben den Scheck all ihr Werte anzuvertrauen. Werte? Hm? Um welche Werte handelt es sich denn? Sie hören Sie mal, der Beck, Sie doch wohl nicht sagen. Jedenfalls sind das Werte von über 30.000 Mark. Oh, das Taschengeld. Oh, das hat überhaupt keine Werte von über 30.000 Mark. Hat sich doch nicht verdammt. Richtig. Ihnen muss da in der Tat ein Irrtum hinterlaufen sein. Meine Schwester ist nämlich Marianne mit M. Marianne? Was ist denn das für ein Name? Sie, den habe ich ja noch nie gehört. Er kommt in der Tat recht selten vor. Unser Vater war Staatsschauspieler. Er hat uns nach dem Drama Herodes und Marianne getauft. Heppel, Sie verstehen. Heppel? Von dem habe ich aber noch nie gehört. In welcher Branche arbeitet der denn, hä? Heppel ist aber sehr bekannt. Aber nicht da, wo ich verkehre. Wo verkehren Sie denn? Da geht Ihnen ja nicht an. Gut, dann betrachten Sie diese unerfreuliche Konservation für beendet. Frau Adelheid. Ja, bitte? Der Herr möchte sich empfehlen. Och, das tut uns aber leid. Schon wieder nicht.
Und ausgerechnet mir musste passieren. Was ist Ihnen denn passiert? Also hören Sie mal, ich bin ja wirklich nicht von gestern, wa? Und dann falle ich auf so was drin. Das geht mir in die Ehre, verstehen Sie was? Ja, nun beruhigen Sie sich doch mal. Wollen Sie Bier? Nee, lieber Kordiak. Gut, trinke ich Ihnen mit. Na nun sagen Sie uns doch schon, was Ihnen passiert ist. Na gut, also passen Sie auf. Da sitze ich doch da am Freitagmittag in meiner Bude, wa? Und da kommt da auf einmal so ein Mercedes vorgefahren. 450 oder so. Und raus kommt zuerst einmal ein Chauffeur. Wir haben gar keinen Chauffeur. Ja, aber wissen Sie, was da noch rauskommt? Das war eine Tante. Naja, so fortgeschritten im Mittelalter, war ganz schön gepolstert. Ach, so war es auch wieder nicht. Und Klunkern hatte die. Klunkern, mein lieber Mann, ich dachte auf den ersten Blick, da kommen ja 800 Riesen auf dich zugelatscht. Und überlege schon, ob ich die Tante nicht einfach mal bumse. Da bin ich ja nicht so, wa? Da lasse ich ja mit mir reden. Hinterlassen Sie das! Ich bin in einem hochkatholischen Krankenhaus beschäftigt. Ach, hochkatholisch? Naja, dann entschuldigen Sie bitte schön, wa? Also, ich wollte gerade sagen, ich überlege schon, ob ich die Tante nicht einfach mal... du sag mal, Doktor, was heißt denn Bumsen eigentlich auf katholisch? Ist ja auch real, wa? Also, ich besehe mal den Klunkern und dachte, dafür könnte ich so ruhig mal mmsen. Ich meine, die Tante war ja auch so jetzt nett, ehrlich, richtig menschlich war die. Aber die war nicht zu mmsen. Nee, die wollte Ware, günstig natürlich. Um welche Ware handelt es sich denn? Doch nicht etwa Rauschgift? Ha! Mit so einem Kinderkram wie ich mich schon hier ab. Nee! Die Tante wollte todsolide Ware. Und ich meine, die sah ja auch todsolide aus. Ja, nun sagen Sie uns doch schon, was Sie verkaufen. Gold. Zahngold. Was? Ja. Als Schmuck. Nee, als Barren. Echte 999er. Fünferunzen, Zehnerunzen, Krügerrand. Solide Ware, todecht. Doch nicht etwa heiße Ware. Nee, nicht wie Sie denken. Das hatte mir ein Freund anvertraut aus Bagdad. Ich fahre übrigens öfter dahin. Sollten Sie auch mal machen. Nette Jink, nette Leute. Also, passen Sie auf. Ich sollte das für den Freund hier an den Mann bringen. Wissen Sie, das ist ein netter Junge, ist das. Nett ist der und tüchtig. Und besonders tüchtig im Einschmelzen von heißem Schmuck, der aus Europa kommt. Nee, einschmelzen tun wir hier. Das bringen wir schon. Aber in Bagdad ist die Ware billiger. Und nicht vom Zoll berührt und ohne Mehrwertsteuer. Mann, sagen Sie mal, woher wissen Sie denn das? Hier, wollen Sie kaufen? Ich habe jede Menge. Sie, und günstig, günstig, so günstig kriegen Sie doch keine Bank. Wir sind nicht dran interessiert. So, sind Sie nicht. Aber die Tante war interessiert, sehr so, ja. Und gesprächig war die. Naja, dann haben wir noch eine Pulle Sekt geköpft, waren mir eine Stirn, eine Spart 5 und da waren alle Banken zu. Aha. Und da hat die Tante gesagt, huch, das wäre ja aber peinlich und so wollte sie ja den Klunkern da lassen. Aber das wollte ich nicht. Ja, warum denn nicht? Na ja, ich dachte, die Klunker kriegst du da sowieso noch beim... Alle Vöglein sind schon da. Nee, denk schon lieber einen Scheck. Und ich meine, sie hat ja auch die Adresse da gelassen, wa? Und ich, Trottel, mach mich da hin und dann wohnt da eine ganz andere Tante. Nee, was hier, warum Pech an? Pech? Sie hören Sie mal, die hat mir aufs Kreuz gelegt. Mich, Gottes Kaiser, und mich legt hin aufs Kreuz. Die in Bagdad nicht und die hier schon lange nicht. Ich komme mir doch vor wie ein Arsch. Ja, wie ein Arsch komme ich mir vor. So richtet auch. Wissen Sie, wie viele Müllers das hier in Köln gibt? Wir sind aber, weiß Gott, nicht mit allen verwandt. Na ja, das weiß ich doch nun mittlerweile auch. Sagen Sie mal, kann ich doch einen Cognac haben? Nehmen Sie lieber eine Tasse Baldrian-Tee, das beruhigt die Nerven. Können Sie mich denn nicht verstehen? Ich bin ja nervt. Ich laufe seit 3 Tagen Trepp auf, Trepp ab. Sie, die Tante, die hat mich auf dem Gewissen. Wenn ich dich wohl schön leg ich doch ein bisschen ins Schlafzimmer hin. Moment mal, da hat doch irgendjemand gerufen. Die Stimme kam mir aber sehr bekannt vor. Ja, ist unser Haus angestellt. Ach, ja. Frau Bartel, Sie brauchen uns nicht kommen. Kommt der Moin wieder. Ist alles sauber. Das ist die Tante. Das ist Hausfriedensbruch. Rudo, bleiben Sie mit Ihren dreckigen Fingern vor mir. Rudo, der hat mich angefasst. Der hat mir am Rücken berührt. Da. Das ist die Tante. Hey, die Abwechsel. Los, Kindchen, rück meine Sachen wieder raus. Ich bin weder Ihre Tante noch Ihr Kindchen, ja? Und ich kann mich überhaupt nicht erzinnen, dass wir zwar einmal Bruderschaft getrunken haben, ja? Die Tour zieht nicht bei mir. Ich bin schon mit ganz anderen Leuten fertig geworden. Ja, nun beruhigen Sie sich doch mal! Rudo, begleite diesen Herrn zur Tür. Ich glaube, er will gehen.
Und wenn der das nicht freiwillig schmeckt, dann flüchte ich in den Kamerad von dir. Was sind denn noch Überzahl? Ich halte mich da raus. Schwester, den schaffen wir schon. Odo, Randdeck! Langsam. Ich will doch ja nicht von euch. Ich will nur meine Ware wieder haben. Dafür kriegst du diesen miesen Lappen wieder. Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie sprechen. Ich verstehe den Menschen gar nicht. Den meint doch das Jol, das ist... Still, Arbeit! Wenn der Herr hier etwas zu fordern hat, soll er gefälligst die Polizei anrufen. Hier ist das Telefon, bitte sehr. Ihr wisst ganz genau, dass ich die Polizei nicht rufen kann und ich will auch ja nicht von der. Ich will nur meine Ware wieder haben. Wer wird es schwindelig? Lade mich nicht mehr herzreiben. Verstehen Sie das denn nicht? Ach, die kann man da ja vormachen, was sie will. Ich gehe hier nicht eher weg, bis ich meine Ware habe. Nicht? Nee. Ja. Der Junge ist dran! Kill! Oder ihr habt wieder eine Kugel im Bauch und ihr geht ganz fix. Ich zähle bis drei. 1, 2, 3. Oh. Ich ruf die Polizei! Ja, tut mal, Digi, bis hier sind sie, jetzt wehr euch die Radieschen schon von unten an. Mich kriegt die Schmiere nicht. Die hat mich noch nie gekriegt. Die in Bagdad nicht und die in Köln schon lange nicht. Na, was ist jetzt? Krieg jetzt endlich meine Ware. Mary Atkins weg, rückt die Ware raus. Oh, ohne dich hab ich nicht, du. Schüsse, bitte, schüsse. Schüsse, du. Ich kann mir wie gewählte Hose bringen. Mich hat die Sache, die Idee. Was? Nicht hier? Wo sind sie denn? Ah, in dem Schließfach im Hauptbahnhof. Im Hauptbahnhof. Dann gibt mir mal den Schlüssel raus. Ich hab ein bisschen plötzlich. Wo ist der Schlüssel? Moment, ist der Schlüssel. Aber Rodo, in dem Schließfach, da sind ja auch so unsere ganze Familiengeschmuck drin. Die Briganten und die Dikamanten. Wie fein! Das behalte ich alle für meine Späßchen. So, Mausi, jetzt geht's zum Bahnhof. Und wenn du mich wieder in die gelegt hast, wa? Dann hast du von jetzt an jede ruhige Minute mehr. Verstehst du mir, Mausi? Wer mich aufs Kreuz legt, den fressen die Würmer. Ja, was wird uns in der Gegend herumziehen und verschwinden? Schwester, ich habe ja an Ihrem Sassmann Schließfach auf dem Bahnhof haben und Familienschmuck. Ja, das ist doch der Bühnenschmuck von Papa, wenn der auf der Freilichtbühne in Monschau in jedermann der Mama die spielt. Und wo hast du mit Joint? Im Schlafzimmer. Im Paradekessel in die Lied. Ruhe sanft steht drauf dran. Ja, Mut hast du ja, aber schlau bist du nicht. Männchen, Paradekissen, da kicken sie doch zuerst nach. Denn wird Zeit, dass du stirbst. Du bist nämlich echte Lebensgefahr. Ja, du hast recht, Rode. Befürchte mich von der Mischäse los zu sterben. Ich lebe von selber. Sag, was ist da mit dem Anhalt los? Dann ist hier tatsächlich in Ohnmacht die Falle. Anhalt, erwache! An! Ja, gießt du ich weiß da nichts los, ja! Das geht! Frühstück oder ist hier passiert? Was soll da noch mir passieren? Ich stand mit dem Sarisch für der Tür. Oh, hast du wieder im Jury? Ja, ja. Warum muss man Platz haben? Sein Verbissen, aber so früh, hä? Erstens sterben die Menschen immer im Morgengrauen. Und dann soll ich vielleicht warten, bis die ganze Fede wach wird. Ach, dann ich hoffe zu sterben. Wenn wir eine Aerobik abhören muss, nein. Für gewöhnlich machen sterben die keine Aerobik mehr. Wo spielt denn der Salz? Oben auf der Straße, ich soll das führen. Nee, ich komm gleich nach, ich zieh mir nur was an. Weißt du, ach so, Marie, pack doch noch zwischen Zigarren und Zehner Tempos. Ja, löst du jetzt das Kessel. Ja, weißt du, ich wollte das doch nur mal ausschütteln. Ja, von wegen ausschütteln. Ich weiß, was der ausschütteln wollte. Wir wollten aber in Goldbarren klären. Wir wollen aber mit so stolz auf Rein, ne? Und dann alles für ein Frühstück, ne? Für ein Frühstück, arme
nehmen wir uns ja nicht. Da soll ich ja noch mal an der Telefon jammen. Soll ich nicht? Nee, ich soll nicht, nee. Wer ja tut, nee. Und du, die telefonieren in mir. Ja. Wollen wir uns los. Was die mal hier für der letzte Jack an der Lief hängen will. Mein Gott, für der letzte Gang hätten die sie aber auch was Schickeres einfallen lassen. Nee, mein Gott, nein, nein. Das Ding ist mir viel zu lang. Viel zu weit. Oder hab ich alt wieder abgenommen? Richtig! Sei ja noch gar nicht gefrühstückt! Oh, nee, natürlich andere. Ich will uns der Fick so vor, ob es so was nicht mit tiefer Taille gibt. Wie ein Tück modern ist, ne? Oder mit Poppisch, ne? Hier, und da mit einem Lederriemchen, ne? Folklore-Look wäre auch nicht schlecht, ja. Also jedenfalls das Ding, hey, da bleibt mich alt. Ja, wenn ich mal dafür bis hierhin ausscheide, ne? Dann bin ich wenigstens jetzt süd, ne? Nein, nein, das tue ich besser nicht, ne? Das gehört sich nicht für die, da wollen wir nicht. Der wenn der Petrus, ne? Wenn der Petrus, wenn der nur halb so pingelig ist wie der Köster von St. Bonifatius, hast du aber verträgt der Puppe am Tanzen. Ja. Wenn man darauf kommt, der gibt man am besten hochgeschlossen, ja. Da sind selbst hier die Spitze wohl längst zu viel. Also man geht hochgeschlossen nicht, macht ein vornehmes Gesicht so. Und trotzdem über dem Leiden lächeln so. So wie der Frau Carsten so. Da fehlen mir nur noch die Wanderschuhe, ne? Also, wie gesagt, man geht hochgeschlossen, nicht? Eventuell vorne leicht geschoppt, ne? Ja, ja, man zeigt wieder Beine, ja. Aber nur etwas, nicht? Also, das wäre im Grunde schon zu viel. Und das wird zu wenig, ne? Also, ich schaue das einfach so, nicht? So halb leicht kniefrei bedeckt, ne? Damit man wenigstens auch jetzt sieht, ne? Der Petrus ist ja schließlich ohne Mann, oder? Sag mal, wie soll ich das Hemd jetzt tragen? Hey, hinge mit so einem Cul de Paris, so? Oder mehr zu meinem Profil passend, klassisch? Als griechische Toga, was meinst du? Am besten, man trägt so ein Hemd ja nicht. Ja, Rode, aber das geht doch jetzt, Devi. Richtig, da musst du jetzt durch, ob du willst oder nicht. Hör uns, wo stellen wir denn da jetzt hin? Am besten hier vor dem Podest. Oh ja, da bin ich. Hast du die Puppe? Was da für ein Puppe? Du hast doch gestern gesagt, du hättest ein Schaufensterpuppe. Ach so, die, ja, die steht bei uns so in der Schwingerei rum. Und dann bringen sie mit. Oh, ja, ja, soll ich hier das Frühstück machen? Ach, das hätte doch noch Zieg. Wo ist der Schink? Hier, ich hab mich schon ausgefüllt. Ach du lieber, ja, das hättest du doch besser mich machen lassen. So jetzt kann eine Leiche doch ja nicht. Hast doch die Geburtsurkunde. Ja, hier. Ja, dann lassen wir jetzt loben, ne? Ja, Geburtsurkunde ist klar, Totenschein. Name Müller, Vorname Marianne, geboren in den 30, gestorben in Köln. Todesursache Herzinfarkt. Doch, das ist alles richtig. Da fehlt nur noch der Darin, die Sterbestunde. Ja, da wollte ich nur mal mit dir reden. Ja, pass uns auf. Heute haben wir da 23.07. und die Sterbestunde sagen wir 4.35. Schläft dann ins Tor rein. Ja, aber da hast du doch geschlafen. Dann hat es dich eben...
dann hat es dich eben im Schlaf überrascht. Aber der Termin, den habe ich auch, ne? Die feierliche Beisetzung findet am Freitag, den 25.07. um 11.45 Uhr von der Leichenhalle des Friedhofs Melaten, Klammer auf, Eingang Biostraße, Klammer zu, aus, statt. Hast du denn das jetzt schon alles ausgemacht? Ja, da war ich gleich. Ich bin dann einen Termin zu kriegen, aber ich hab ja Beziehungen. Was denn, die ihr bietet Termine auf, wenn die Leiche noch ja nicht tot ist? Ja, brauchst du ja noch nicht auf der Nase zu bingen. Aber das machen sie auch. Wenn man genau weiß, dass das nur noch ein paar Stunden dauert, und besonders bei der Hitze, und wenn dann der liebe Verstorbene auch noch zu Hause liegt. Sag mal, ist das schon mal passiert, dass ein Toter nicht gestorben ist? Ja, mir selbst noch nicht, aber ich weiß von Kollegen, wo das vorgefallen ist. Jung, das war ihr Döns. Naja, die Angehörigen werden das schon wieder gut machen. Ach, das wird ganz drauf an. Die trauen den Hinterbliebenen und drücken sich für mich schon rum. Aber der liebe Verstorbene selbst liegt sich da nicht lumpen. Ja, der lädt oft noch ein paar Mark drauf. Ja, und ich lasse mich auch nicht lumpen. Nachdem es mich jetzt so wunderbar im Schlafen überrascht hat, wird jetzt der letzte Fleisch Sekt gepumpt. Ja, Marie, und wenn ihr alles über die Runde ist, dann will ich aber uns endlich ein paar Mark sind. Klar, wenn alles die Klappen los muss, die Lumpen im Mundo. Na klar. So, Schwesterkind, jetzt trink mal auf dein glückliches Ableben. Jawohl, Jungs, mit dieser Stunde will es dem ganzen Schlamassel raus. Prost, Kameraden. Prost. Ganz wieder der Tadelheit. Und ich habe noch immer nicht gefrühstückt. Mein Gott, da steht ja uns Marie, wegen Gustav, sing einzige Tochter, das jude Kind. Furchtbar! Mich hat das getroffen wie ein Schlag. Wie du eben hier zur Tür hingekommen bist. Ja, da ist uns die ganze Tragweite dieses Schicksalsschlages erst richtig ins Bewusstsein gedrungen. Ich bin fix und fertig. Mir schlägt das Herz bis zum Hals. Ja, das ist grausam. Und wie mich dann erst mitgenommen hat. Oh nein, dann willst du nämlich bar leer sehen. Ja, furchtbar. Ja, es ist furchtbar. Mir ist der Schreck richtig in die Glieder gefahren. Ja, so jetzt wieder auf in der Gnade. Kaum hat das Schicksal dir deine liebe Schwester wiedergegeben, da hat der graue Sensenmann sie dir auch schon wieder genommen. Schütt! Ja, ja, so ist das Leben. Hat sie denn noch sehr gelitten? Nee, jetzt wurde ich um 4.35 Uhr im Schlaf überrascht, sagt der Herodes. Was habe ich gesagt? 4.35 Uhr? Ja, 4.35 Uhr, das hast du gesagt. Ich werde das sagen, wenn ich vom Krach! Ist sie denn in deinen Armen gestorben? Nee, nur so. Das hat Plops gemacht und nochmal Plops und weg war sie. Ja, da hat der Herodes auf die Uhr geguckt und da war es genau 4.35 Uhr, nicht wahr, Herodes? Ja, 4.35 Uhr. Was hat denn der Doktor gesagt? Welcher Doktor? Na ja, das war doch gestern noch beim Doktor. Dem war er doch schon gestern nicht gut. Ach, wie, dem war er gestern schon nicht gut? Ja. Das ist ja wunderbar. Was? Victor meint, es ist wunderbar, wie das Schicksal uns immer wieder einen Wink gibt. Leider verstehen wir es nicht immer. Ja, das wollte ich sagen. Oh, ich habe es verstanden. Uns Marie hat mich angelurrt. Tief hat sie mir in die Augen geguckt. Der Blick ist mal bis ins innerste Herz gegangen. Sie wusste es ja selbst noch nicht, aber der Blick, der Blick. Was war da mit dem Blick? Der Blick hat mir gesagt, vergiss mich nicht. Tschüss, Adelheid, und komm, Adelheid, komm. Und ich sage nicht, ich mache nicht auch nie wie lang. Ja, ja, so ist das manchmal. Aber ich habe sie gewarnt. Herodes, erinnere dich. Man sollte es nicht auf die leichte Schulter nehmen, habe ich gesagt. Ne, Herodes, das habe ich doch gesagt oder habe ich das nicht gesagt? Ja, das hast du gesagt. Ja. Aber auf mich wird ja nicht gehört. Ich war der Mahner in der Wüste. Ich habe gerufen.
Ich habe gerufen. Ist noch jetzt drin der Fleisch? Ne, die ist leer. Och, das noch. Wisst ihr was? Ich rufe den Zirater Pastur an. Komm, nein, lass das. Ich bitte dich. Das wäre ja auch ja nicht recht gewesen. Du weißt ja, wie sie ist. Wie sie war. Recht hättet. Die machen auch nichts im Sinn's. Die haben's ja nicht. Wollen die denn dann? Wer? Unser Marie von Sedeschenburg. Die liebe Verstorbene wurde im Schlafzimmer aufgebahrt. Im Schlafzimmer? Was ist denn? Ihre Schmurz, da bin ich immer schlecht. Ich schon ins Bett. Nein, tu es nicht! Warum denn nicht? Du kannst jetzt nicht ins Schlafzimmer, liebe Adelheid. Das kannst du dir nicht antun. Du kannst unsere liebe Schwester jetzt nicht nochmal sehen. Das kann ich nicht verantworten. Doch, komm, wenn ich mich im Sinnige Justus schuldig. Tut nicht, liebe Adelheid. Das wird zu aufregend für dich. Das kann man nicht zulassen, nicht wahr, Victor? Nein, lass es nicht zu. Es wäre grausam. Schon jetzt, Ohren. Tut nicht. Der Todeskampf hat Spuren hinterlassen! Ich weiß ja nicht, was ihr wollt. Das wird doch ganz friedlich da, als wenn es am Schlafen wird. Ja, richtig, als wenn es am Schlafen wird. Ach, du mal gerade davon sprechen. Da drinnen im Kleiderschrank, da hängen noch ein paar Pelzmäntel. Ich stehe zum Obtragen. Aber Adelheid, das hat da wohl noch Zeit bis nach dem Begräbnis. Ja, für ein Begräbnis sowieso nicht. Das ist doch viel zu warm draußen. Für die Sommerkleider, die könnte ich mir doch flück ändern lassen. Ach, das hätte doch auch noch Zeit. Komm, komm, Adelheid, wir müssen jetzt jong. Weißt du, ich muss mich noch um die Sterbepapiere kümmern. Und ich muss noch eine Todesanzeige in die Zeitung setzen. Gut, dann halte ich die Totenwache. Nein! Der kann denn das schon wieder sein? Och, das ist bestimmt die Furz von nebenan. Die wird sich wundern, wenn ich dir erzähle, was hier passiert ist. Ach, Menschenskinder, die Altrage auch noch. Jetzt haben wir doch was machen wir denn jetzt? Der darf doch wohl nicht wahr sein. Der darf doch wohl nicht wahr sein. Die Klunkern in den Schließfach, die waren alle nicht echt. Und die Barren waren auch nicht da. Die Ware muss hier sein. Ich gehe hier nicht eher weg, bis ich meine Ware habe. Ich gehe nicht mehr weg. Nee, so was. So hat mich ja noch Kind aufs Kreuz gelegt. Wo ist die Tante? Entweder die rückte Ware raus oder ich bring sie um. Soweit ihr steht, bring sie um. Das brauchen Sie nicht. Diese Arbeit hat Ihnen schon unser Herrgott abgenommen. Was? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Es ist wahr. Die schwere Krankheit, die sich gestern schon zeigte, hat sie dahin gerafft. Wenn Sie sich bitte selbst überzeugen möchten. Die Auseinandersetzung mit Ihnen am gestrigen Tag hat sie nicht überstanden. Da sehen Sie, was Sie angerichtet haben. Das darf doch nicht wahr sein. Das habe ich doch nicht gewollt. Bitte glauben Sie mir. Man sagt doch sowas schon mal schnell, wenn man aufs Kreuz gelegt wurde, oder? Verstehen Sie mich doch bitte. Ich habe doch noch nie jemanden umgebracht. Das könnte ich doch ja nicht. Ehrlich. Das habe ich nicht gewollt. Das habe ich wirklich nicht gewollt. Bitte verstehen Sie mich doch! Hat denn jeder einen Schnaps für mich? Wir verstehen Sie ja, aber wir wollen jetzt gehen. Wir verstehen Sie schon. Verstehen ja, aber nicht verzeihen. Anna, du machst auch schon mal einen Fehler. Ja, das schon, aber so was. Bitte, 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 ja. Wir wollen doch jetzt im Angesicht der lieben Verstorbenen hier keinen Streit vom Zaume brechen. Wie recht du hast, lieber Victor. Die Tote soll ihre Ruhe haben. Gib mal den Schlüssel, die Adelheid. Wir gehen jetzt alle. Wir schließen unsere liebe Schwester ein, damit sie endlich ihre Ruhe hat. Dann kann ich doch mit ihr bald tun. So. Jetzt soll ich endlich ein Raum frühstücken. Thank you.
jetzt nicht mit dem Koffer schon vor nach Flughafen. Was soll ich da? Ich steige aus der Sache aus. Dann ist eben dem Flughafenhotel und nimmst sein Zimmer. Und wenn ich dir begraben habe, komm ich sofort. Und trotzdem steige ich aus der Sache aus. Du kannst doch jetzt nicht aussteigen. Um 23:45 ist er nicht bekämpft. Das ist doch jetzt selbst zugeben, dass er nicht mehr geht. Jetzt hätte er allein dem Kind in der Schweiz angerufen. Da könnte man ihn dann. Das ist wirklich zum Auswachsen. Weißt du, Rode, ich kann mich ja irgendwie wirklich. Ich kann die ganze Welt an der Nase rumführen, aber ich kann doch nicht mehr ihr Kind belegen. Nee, nee, Rode, da bringe ich einfach nicht, da bringe ich nicht. Einmal hätte sie es ja doch erfahren. Ja, wieso das dann? Das Internat ist doch für über ein ganzes Jahr bezahlt und eine deutsche Zeitung. Die wissen wir doch nicht, wissen wir. Hätten dem von ungefähr ein paar Karten geschickt und ein paar Pakete, das würde in die Russe kommen. Da würde man nicht abgefallen, wenn der bescheuerte Arlein da nicht angerufen hätte, ein paar Stutzschirle Tempel da verdrückt. Du hättest dir ja denken können, dass er sowas macht. Ja, eben nicht, das ist doch sonst so blöd für alles. Weißt du, wenn er den Brief schreibt, dann sagt er, wie viel Freimarken muss er drauf tun? Komm, schreib mal bei der Adresse drauf. Wenn hier ein Telefon klingelt, dann ist er zur Bank für 30 Jahren, weißt du? Da denke ich doch niemals, dass die blöd kommen und Feld springen, bis in der Schweiz zu telefonieren. Ja, du siehst ja, dass er das kann. Ja, und dann einfach am Telefon zu sagen, das ist alles mit die Mutter, weißt du? Dann überlebt das Kind doch ja nicht. Das kriegt doch einen Schock für das ganze Leben. Und das sind schon vielen Kinder die mit der fortgestorben. Wenn das so was machen wir doch keine Jungs, oder? Ist doch ja nicht wieder Zahlung mehr an mir hängt. Das ist doch ganz klein, hilflos Mensch. Das kannst du gar nicht helfen. Das ist doch noch ein Kind, ist das bei der vornehmen Erziehung, die da genießen. Das ist doch zur Bank für den Wohlhof zu tun, weißt du? Mama führe, Mama hinge. Andere, du kannst Sorgen mit ihren Kindern. Das Kleid und ich, ach, wir verstehen uns prima, weißt du? Mal ach, hoch alles zusammen. Dann kommen wir zusammen, steigen uns hier. Andere Leute sind froh, wenn die Kinder sind froh, wenn die alle alles vor ist. Aber das Kleid und ich, ach, prima, weißt du? Wir sagen, wir haben doch kein Problem in der Schule. Nee, das seht, Lehrer ist spannend und. Weil ich eben weiß, das kann man keine mehr aufnehmen. Du kennst mich so, Minnie. Du weißt nicht, was das für ein brav Kitchen ist. Und 17 ist er? Ach ja, du weißt. Wenn eben seine Mutter stirbt, dann bricht doch mir dann die Welt zusammen. Ich bin doch der einzige Mensch, der das hätte. Wenn sie so schlau ist wie du sagst, wird sie ja wohl auch drüber kommen. Ach, oder das hat doch mit Schlauheit nichts zu tun. Kinder müssen doch jetzt handeln, an sie glauben können. Und die glaubt an dir so, wie du bist? Ja, und ich glaube ja an das, ne? Weiß ich. Und wenn ich das, was man so vorwirkt, wenn es mir kann. Aber ich war ehrlich, das war schon. Ja, bist du dir da ganz sicher? Ach, ja, ich habe noch eins geflogen. Aber dann bin ich wieder Kind. Ne? Für mich Salome war ich immer ehrlich. Das hast du nie belogen. Sag mal, kannst du dir denn noch so an alles erinnern? Ach, an jede Stunde mit meinem Kind erinnere ich mich ja. Sogar an jede Minute, ja. Sogar bin ich noch gar nicht um der Welt, wo bist du doch? Da wollten sie alle dann immer fortmachen lassen. Der Viktor, ey. Hätten wir sogar Geld dafür angeboten. Das wird schon jetzt heißen. Ich wollte, dass das Kind lebt. Reisverschluss in Ordnung, bin ich für Treppe putzen gegangen, vom Supermarkt, war ich für die Erdbeere gekleut worden, und die Genussdrecken. Wir haben darüber gelacht, dann bin ich verstanden, die Scheiße gebaut hat, aber dann nicht anlegen, man versteht so ein Kind. Und lügen kannst du da nicht? Nee. Das ist alles mit den Mutternenfällen immer und das alles, das kannst du nicht. Ja, dass der Adelhard bescheuert ist, das wird sie ja schon selber gemerkt haben. Oh, Rodo, schade, dass ich jetzt tot bin. Also. Aber in 2 Stunden, dann stehe ich von den Toten wieder auf. Und als nächstes, da könnte der Adelhard von mir und Jungs... Du musst das beherrschen! In 2 Stunden hast du gesagt, wirst du wieder lebendig? Ja, so ist das. Ja, da kannst du aber nicht mehr als Marianne Müller hier über die Straße gehen. Mensch, hier kennt dir doch jeder. Ach, jetzt, so schlau war ich doch selbst. Nun seh, schau mal hier,
eine Fussel Birke gekauft, ne? Damit werde ich ja wohl noch besser am Bahnhof kommen, ne? So klein ist, ja, können auch wieder nicht, ne? Sag mal, ist denn dein Ernst mit der roten Perücke? Ja, und steht mit der Niete? Siehst du aus wie eine von der Kirmes. Ja, was heißt denn hier, Kettekarussellchen? Komm, setz da mal die Pudel mit sie hier. Was hier, das Ding soll ich aufziehen, lieber Rode, was muss ich denn? Na, Pat. Schau machen, oder willst du, dass der China kennt? Ja, setz mal richtig, setz mal die Brille auf. Wie hier, der Brille sich ein, einen Moment. Na, wie siehst du aus? Jetzt sehe ich überhaupt nichts mehr. Wenn du schon so eine Zick machst, dann musst du auch was dafür tun. So, nun mach mal ein paar Schritte. Wie, was soll ich denn hier ein paar Schritte machen? Was ist denn? Ja, so scheint es. Oh, Jörg. Aber Schwester, Kind, du bist doch eine Dame. Sieg, wann dat, sieg, wann bin ich dann eine Dame? Ich bin alles Möschli in meinem Leben gewesen, aber noch kein Dame. Schwester, ja, das wird jede Dame so, ne? Kleines Mütze, kriegst du doch mal an die große Katze zwei. Sieg mal, Mary, was ich hier gefunden habe. Ich glaube, das sind die... Halt es immer gut, mach mal ein paar Schritte. Ja. Oh. Verrückt sind die Weiber. Wenn es um die Kinder geht, da drehen sie durch. Ich hätte mir doch nicht um eine Familie kümmern sollen. Denn wenn du Familie hast, dann gibt es Ärger. Da brauchst du ja nicht verheiratet zu sein. Ja, da wackelst du nun hin, meine teure Schwester. Sieht ja komisch aus. So. Ach, lieber Jott, jetzt habe ich noch eine Bitte. Du weißt, ich habe mir nie groß um dich gekümmert. Und in der Kirche bin ich auch nie jung. Aber einmal erhöre mir, ich komme nie wieder mit solchen Sachen. Bitte mach, dass der Zug aus Lausanne nur eine Stunde Verspätung hat. Dann kriegt meine Schwester wenigstens vernünftig unter der Erde. Und wenn sie dann wiederkommt, dann ist sie schon begraben. Und sie weiß ja nicht davon. Machst du mir den Kumpel, ja? Na fein. Mensch, wo der nur mit der Puppe bleibt. Immer musst du noch hier in die Kiste. Kind, doch, beeil dir, du machst schon, Junge. Mein Gott noch mal. Wie sehe ich denn da? Das ist ja Jotthilfen, der da über die Straße geht. Nett, dir zu sehen, Herr Kaiser. Wir haben ja reingelegt. Wenn der jetzt klingelt, Mike, einfach ja nicht auf. Ja, klingel du nur. Wegen meiner kannst du klingeln, bis du schwarz wirst. Es ist keiner zu Hause, außer die Leiche und selbst die ist zum Bahnhof gegangen. Ja, kloppen nützt da auch nicht viel. Mein Gott, was macht der denn jetzt? Der schleicht ein, der schleicht am helllichten Tag eine Wohnung ein, dass der sich nicht schämt. Mein Gott, das hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass ich da vor meinem Ableben in die Kiste muss. Warum habe ich denn meine Schwester zum Bahnhof geschickt, ich Idiot? Ach, so, der Junge macht nicht so schnell. Ich bin gleich fertig. So. Und das U-Bahn-Sara-Feilchen. Der geht doch nicht mit rechten Dingen zu, Mensch. Irgendwo muss die hier doch die Ware versteckt haben, verdammt nochmal. Ah, was? Aua! Ah, ich glaube, mir wird schlecht. Stille, Mensch! Jott, Will, benimm dir doch mal, du bist hier bei fremden Leuten. Tja, hier ist die Ware auch nicht, das gibt's ja gar nicht. Wo hat die bloß die Ware versteckt? Wer wahnsinnig verkauft hat sie das Zeug nicht, das weiß ich ganz genau. Ich hab mich überall erkundigt. Also, das muss hier sein. Das kann
doch nicht einfach vom Erdboden verschwinden, Mensch. Übergibst doch überhaupt nicht. Ich kann keine Leichen sehen. Das erinnert mich immer an den großen Bruch in Massachusetts damals. Da lagen die rum wie die Fliegen lagen die da rum. Nee. Mensch, Mausi, sag mir doch mal, wo du die Ware versteckt hast. Du kannst es doch jetzt sowieso nicht mehr gebrauchen, ne? Ach, vielleicht auf das Real der Makete. Power, Mensch, Mann, Scheiße! Jetzt hau mal die Zähne ein hier. Mann, wo hat die bloß die Ware ver... Oh. Im Schlafzimmer. Na klar, immer im Schlafzimmer. Im Schlafzimmer, immer. Mein Gott, die Tür ist noch auf. Aber was dat da? Tag. Moin, moin. Ja, wir kommen vom Möbel aus, Hälfte und so, dann wieder der Möbel abholen. Ja, machen wir das, machen wir das. Sagen Sie, das ist das für Frau Müller? Ja, wie wohnt er hier, wa? Ja, hätte die dann in der Terrasse gewesen. Ja, wie gern vor auf, wa? Wie gern vor auf. Also, meine Herren, machen wir gut und schöne Feiertage noch, wa? De, jetzt hätte sie in der Terrasse gewesen. Und gestern hast du noch Witze darüber gemacht. Nicht nur das, ich habe sogar gewettet. Ja, die Wette hast du jetzt verloren. Hör mal ab, mir werdet ganz schwindelig. Ich komme gerade zum mitschuldig für an dem Dude von der Frau da. Ja, nun mal nicht übertreiben. Wegen so jetzt wettet man aber nicht. Ich fühle mich schuldig. Mann, so ist das doch nun auch wieder nicht. Ich habe aber Gewissensbisse, ehrlich. Waren gut Frauen, ne? Ja, das kann man wohl sagen. Und hätte uns immer und jede Flasche Schnaps hier, Job. Ja, immer. Nee. Aber da kann's den Sinn, wie die da Bobbe sind. Wollen die Dude schon die Möbel oder fort? Sag, eigentlich brauchen Tote doch keine Möbel mehr, oder? Eigentlich nicht. Aber das gehört sich doch nicht. Wir können doch warten, bis die anständig unter der Erde ist. So, jetzt gehört sich doch nicht. Die wissen sowieso nicht, was ich gehört. Gesundheit! Ich hab wirklich keine Benimmung. Also mir ist das richtig, ob der Mare geschlagen. Mir auch. Frau, bloß weil die kein Möbel gehabt hätte und die da Wummen kriegen den Hals nicht voll. Ass, ja. Glaub mir, die ist bestimmt aus Rahm gestorben. Mindestens, wenn nicht noch mehr, Frau. Ja, ehrlich, Frau. Ah, lohnt's doch. Die ist ja halt richtig abgequollen. Ja, wahrhaftig. Da geht bestimmt vom Wärmewetter, ne? Ja, schlimm mit dem Wetter. Schwärm, ne? Ja, schwärm, Frau. Wieso? Die merkt doch sowieso nichts mehr davon. Wovon? Na, von dem Wetter. Sag das nicht, wie zick das Junge der Ed geht. Lohnt's, ja, haben sie alle doch über die Seeche trocken, damit die Pflege nicht dran, Junge. Ja, schlimm mit der Pflege, ne? Womit? Mit den Fliegen. Ja, sag nicht doch, Frau. Und jode Frau war sie. Und immer so lustig, ne? Ja, das war sie. Was? Ja, hier ist ja die Tür kaputt. Moin. Moin. Haben Sie die Tür kaputt gemacht, und Russen? Also, ja, machen wir nicht. Nee, wirklich nicht. Wer sind Sie überhaupt? Was machen Sie hier? Wir kommen vom Möbel aus, Heft und Sonne, nicht wieder die Möbel abholen. Ach so. Ach, du liebe Zeit, das ist ja ein Ding. Genau, das sagen wir auch. Aber wir geben uns auch nicht für alles her. An die lügt noch nicht der Deckel und der Nas, dann holen Sie denn schon den Möbel raus. Ja, die Menschheit ist heute brutal. Ja, das kann man wohl sagen. Hören Sie uns, wann willst du dann begraben? Ich, um Viertel vor 12. Na ja, der eine da bündelt ja dann auch nicht mehr an. Ja, bestimmt nicht, meine Herren, nein. Nee, da kommen wir lieber morgen noch uns wieder. Ja, ne? Machen Sie das, alles Gute. Boah, ehrlich gesagt, es war doch eine jode Frau, ne? Ja, ehrlich gut. Ja, das kann man wohl sagen, ja. Ja, also dann bis morgen, ne? Bis morgen. Aber gelöben Sie mir, die Sache ist uns doch richtig nahe gegangen, ne? Ja, war verständnisvoll, nicht? Also dann auf Wiedersehen. Also mir ist das richtig, ob der Mario schlagen. Herzliches Beileid. Wieso? Oh ja, vielen Dank, ja. Ja, auch danke schön. Herzliches Beileid. Außerordentlich. Mir ist auch so furchtbar schlecht. Mir auch. Frau. Ist es doch schlimm? Mir auch. Ersch. Ja, Jungens, ich stehe dich ja gerne in der Anbede, aber ich bin ja hier nicht zu Hause. Nicht? Bestimmt nicht. Ach, das meldet nichts. Unbedingt in der Wirtschaft hier das ne Korn. Für nur 2 Mark, ich bin. Ja, und ich könnte gerade eine Doppelte vertragen. So viel ist ja nicht gesund, merkt ihr das? Naja, also dann von mir aus, gut, Herr. Nee. 1 Mark, 1 Mark 10, 1 Mark 37, 2 Mark hat sie gesagt, ne? Ja, aber pro Pünchen, ne? Das ist aber teuer, ne? Naja, also dann immer sauber bleiben und du auch. Ja, aber immer doch. Und im Übrigen, das wäre doch ja nicht nötig gewesen. Vergesset!
Komm, Kuddel. Lass mal, Jon. Mir will die Frau Müller nie vergessen. So, jode Frau. Der Süße in Chile, der Pinocchio, der lebt noch. Und der hat Frau Müller nicht gut. Sind sie alle weg? Ja! Wo du bleibst mit der Puppe! Ja, was meinst du, was in der Stadt für ein Verkehr ist? Ja, die wolltest du doch gestern schon bringen, aber nee, alle schiebst auf der letzte Minute. So, hör uns, wo ist denn da Marie? Die ist fort. Die ist fort? Ja. Ja, was soll das denn heißen, die ist fort? Wenn die Stadt begrabe, dann kann er sich doch nicht trauen, in der Jägen rumzulaufen, Menschenskinder, warum alles nur mit Kampf in den bunten Hund? Und das war abgemacht, dass er im Flughafenhotel mit dem Koffer auf mir wartet und dann ist was dazwischen gekommen. Dazwischen gekommen? Im Jahr des Wille, was dann noch? Die Arneheit hat die Salome in der Schweiz angerufen, das Kind ist unterwegs und meine Schwester will es verhindern. Ach, was will das dann jetzt noch verhindern? Menschenskinder, warum er dann Adelheit? Die kommen weggeschieden. Ach, du, wenn ich das kriege, dann flinge ich dann muss wie eine Nase rücken. Mach. Ach, dem Riesen ist noch auf und drauf. Ja, mach den Deckel auf. Wir müssen machen, dass wir auf den Friedhof kommen. Denn es ist eben schon alles passiert, wenn die angetanzt kommen. Ach, das wird's doch jetzt auch nichts mit. Weißt du, die anderen Leichenhalle sind immer pünktlich. Die müssen doch ihren Zeitplan einhalten. Ich sehe es an der Tür gekommen, dass die ein paar Minuten zu spät waren. Aber zu früh waren die noch nie. Ja, dann können wir nur hoffen, dass der Zug aus Lausanne Verspätung hat. Ach, da kann sich doch überhaupt nicht wieder verlassen. Auf nichts mehr verlassen. Komm, pack die Kiste an. Ich will hier raus. Ja, wir suchen dann eben die Tür kaputt. Das ist nicht das Einzige, was hier kaputt ist. Mahlzeit. Gute Nacht zusammen. Kannst du es mir glauben, Kind? Guten Morgen. Ihr könnt mir doch hier keinen Bären aufbinden. Du bist also mein Onkel Herodes. Genau so habe ich mir dich vorgestellt. Guten Tag, mein gutes, armes Kind. Du vergiss das mal mit dem Geschmuse. Wir kennen uns doch erst ein paar Minuten. Hast du der Tante Adelheid erzählt, meine Mutter wäre gestorben? Dein Kind kann das immer noch nicht fassen. Ah, da ist ja auch mein Erzeuger. Du behauptest wohl auch steif und fest, dass meine Mutter tot ist, ha? Ja, leider können wir es jetzt nicht mehr ändern. Hier wird sich jetzt so manches ändern. Das ist für diese Lüge und das wollte ich immer schon mal. Meine Schwester hat recht, das Kind kann sich wirklich nicht helfen. Das Kind hat einen Nervenschock und du hast nicht alle Tassen im Schrank. Was? Meine Mutter hat einen Herzinfarkt, hä? Und letzte Woche hat die noch den Gesundheitstest für die Tropen bestanden. Mensch, ihr seid nicht nur blöd, ihr stinkt auch noch nach Maggi. Oh. Wo ist meine Mutter? Ich will jetzt endlich wissen, wo die sich schon wieder rumtreibt. Hier ist dein liebes Mütterlein. Nimm das Gemüse weg. Oh, die Türblume. So, da soll die drin sein. Ja. Da macht man Deckel auf. Ja, das geht jetzt leider nicht mehr. Ich sage dir, mach den Deckel auf oder ich tue es selber. Ja, nun mahnen doch um, dass das Kind das endlich schlüpft. Und besser bleibt zu. Hier, können Sie mir mal sagen, wer das ist? Dann sagen Sie uns zuerst, wer Sie sind. Was? Ihr wisst ganz genau, wer ich bin. Und ich will wissen, wer dieses Schaukelpferd ist. Tja, wenn Sie Wert darauf legen, bitte sehr. Es ist die Zwillingsschwester der lieben verstorbenen Iphigenie Müller. Sie kommt aus Berlin, ich habe es dann mit ihr telegrafiert. Ich muss ja gar nicht, dass dann... Iphigenie! Auf das Haus! Doch, nee, dann ist nicht nur alte lange Zicklauen zum Wiedersehen. Mädchen, du hast dich überhaupt nicht verändert. So, die Zwillingsschwester, ja? Na gut, dann ist das eben die Zwillingsschwester. Dann ist das ja auch die Erbin. Dann halte ich mich eben an Iphigenie Müller. Iphigenie will von der Hinterlassenschaft ihrer Schwester nichts haben. Na, hier kann die das nicht selber sagen. Nein, das kann ich nicht. Ich habe einen Sprachfehler, ne? Sie kommt von der Stotterschule. Ja, was ist das? Ja, und eigentlich stand die Pelz mit mir zu. Ach, eigentlich steht dir überhaupt nichts zu. Der Herr Rotes hätte als Rechtsanwalt und Bruder... Ich hätte ebenfalls von der Erbschaft zurück. Ja. Auf einmal will hier keiner mehr der Erbschaft antreten. Ja. Das ist aber sehr komisch. Das ist gar nicht komisch. Weil ich nämlich als Ihre Tochter der einzig rechtmäßige Erbe bin. Juristisch ist das so. So, und du willst der Erbschaft wohl ohne antreten, Matt? Selbst
Selbstverständlich trete ich die Erbschaft an. Na gut, Kindchen, dann rück mal die verschwundenen Joldbarren raus. Deine Mutter hat mir mit dem falschen Scheck bezahlt. Und wo ist der Scheck? Den habe ich ihr in den Kopf geschmissen. So, so. Och, das war aber leichtsinnig. Und eine Quittung hat sie wohl auch nicht unterschrieben, oder? Nee, aber das ist wahr. Ganz bestimmt, das ist wahr. Das behaupten Sie. Das kann ich beweisen. Das Einzige, was Sie mir bisher bewiesen haben, ist, dass Sie schlechte Manieren haben. Was hab ich? Wenn Sie von mir oder meiner Mutter noch etwas wollen, dann wäre es doch wohl angebracht, dass Sie sie auf Ihrem letzten Weg begleiten. Was soll ich? Danach können wir uns gerne über alles andere unterhalten. Von mir aus auch über verschwundenes Gold, über unauffindbare Schecks und darüber Quittungen, die nicht geschrieben wurden. Oder besser noch, Sie begleiten mich nach Bern. Was? Ja, was soll ich denn in Bern? Da wohnt mein Vormund, Dr. Riegeli. Denn bis zu meinem 18. Lebensjahr ist der für mich zuständig. Dem können Sie das Ganze dann nochmal erzählen. Die schafft mich. Yeah. Die schafft mich. Die schafft mir noch mehr, als Ihre Mutter den schon zu Lebzeiten vermocht hat. Ja, also bitte, bitte, meine Herrschaft. Wir wollen uns doch jetzt beeilen. Wir wollen die Liebe auch. Was ist mit Ihnen, meine Herren? Haben Sie ja auch noch Forderungen zu stellen? Nee, aber die Wirtschaft hat so gehabt und da haben wir für die 4 Mark ein paar Blumen gekauft. Ne? Ja. Und so wünschen wir unserer lieben Mary eine glückliche Himmelfahrt. Oder wie der Engländer sagt, a happy air condition. Herr Schmettermann, walten Sie des Amtes. Ja, aber selbstverständlich, Herr Rechtsanwalt. Ach, es gibt doch noch Menschen, die ein Teil zum rechten Fleck haben. Herr Kaiser, würden Sie bitte das Bouquet der Dame nehmen und sich anschließen? Und du, mein liebes Kind, schließ dich auch an. Ich selbst will das Lieblingskissen der lieben Verstorbenen an mich nehmen. Es soll sie auf ihrem letzten Weg begleiten. Bitte, meine Herren, die Füße der lieben Verstorbenen immer zuerst. Denken Sie an den Pietät. Ja, du komm schon, Mama, komm. Du hast dir die Suppe eingebrockt, jetzt musst du es auch auslöffeln. Mensch, du hast mich wieder hinter. Mama, für wie dumm hältst du mich? Mich führst du nicht hinter mir. Habt ihr die Adelheid gesehen? Die hat da wahrhaftig ein paar Tränchen verdrückt. Ja, der Kaiser ist das überhaupt der Einzige, der mein Tod an den Nieren, Janne. Komm, du musst unter der Erde. Um 16 Uhr die Maschine. Wie, fahrt ihr mit nach Lausanne? Oh, nee. Wir zwei fahren auf Weltreise. Ja,